Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. ...2019 ist ein Wahljahr. Recht herzlich willkommen zum ZT-Talk. Im Bezirk Zofingen ist das Wahljahr besonders spannend. Das vor allem wegen der SVP. Gerade 4 Kandidaten aus dem Bezirk Zofingen wollen in den Nationalrat gewählt werden. Einer von diesen Kandidaten ist heute bei uns. Er sitzt seit 3 Jahren bereits im Parlament in Bern. Außerdem ist er Präsident der kantonalen SVP. Heute war er zu Bern und ist auf dem Weg auf den Williberg Zofingen im ZT-Studio vorbeigekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Recht herzlich willkommen, Thomas Burgherr. Guten Abend, Fester. Herr Burgherr, wie hat für Sie das neue Jahr so angefangen? Ist erst ein paar Wochen alt. Das neue Jahr hat sehr gut angefangen. Im Geschäft haben wir letztes Jahr im Dezember nicht mehr so viel Arbeit gehabt. Und wir haben aber viele Offerten draussen gehabt. Und jetzt, in den letzten 2 Wochen, haben wir sehr viel Arbeit bekommen. Und da bin ich natürlich sehr froh als Arbeitgeber, dass meine Mitarbeiter genügend Arbeit haben, dass wir Vollbeschäftigung haben. Ihre Branche, Baubranche, ja. Holzbau, läuft es gut? Also? Ja, eine Holzbaufirma, ja. Da arbeiten wir einerseits für Architekten, andererseits für Private. Und das dritte Standbein, wir bauen auch selber Häuser bauen. Geht es eigentlich trotzdem vielleicht noch in den nächsten Wochen zum Skifahren in die Berge? Ja, wir gehen noch ein paar Tage auf Adelboden. Ja, wunderbar. Ja. Und Sie haben ja Unternehmer, Nationalrat, SVP-Präsident. Wie holt sich der Thomas Burgherr so den Ausgleich und die Energie zurück? Ja, also ich bin ein typischer Milizpolitiker. Und das ist manchmal ein gewaltiger Spagat, den man hier machen muss. Ich kann mich schnell wieder regenerieren. Wenn ich ein Wochenende, 2 Tage, nicht mehr hingehe, Dessin gehen wir sehr viel, dann geht es mir wieder sehr gut am Montag. Aber manchmal bin ich wirklich müde am Freitagabend und bin froh, wenn ich vielleicht am Samstag mal frei habe. Sie haben ja einen Knochenjob bei der SVP Schweiz. Im Aargau müssen Sie 7 Nationalratssitze dieses Jahr verteidigen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie die alle können halten? Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die halten können, aber es ist eine schwierige Aufgabe, wie Sie gesagt haben. Wir haben einen Ueli Gietzendanner, einen Silvia Flückiger, einen Reimann, einen Luzi Stamm, die nicht mehr kommen und die haben Stimmen gebraucht. Das war nicht unser Wunsch, dass die auch miteinander zurücktreten, aber in der Politik Personalplanung machen ist sehr schwierig. Das ist jetzt die momentane Situation. Wir sind dankbar, dass die Politiker so lange für uns zu Bern oben waren. Jetzt haben wir eine andere Ausgangssituation. Wir haben eine Findungskommission vor einem Jahr installiert und die hat sehr gut gearbeitet. Intensiv haben die Leute gesucht, mit Leuten geredet. Und wir haben heute eine gute Liste, eine breite Liste mit jungen Leuten, mit Leuten, die so alt sind wie ich. Aber auch Leute, haben schon, die auf der Liste sind, haben ein politisches Mandat, bringen also Erfahrung mit. Aber trotzdem haben Sie offenbar ein bisschen Zweifel, haben Sie schon, dass Sie das Resultat von 2015 wieder erreichen. Dort hat die SVP im Kanton Aargau einen Wähleranteil von 38% gehabt. Wenn Sie das wieder erreichen oder sogar toppen, haben Sie an der Nominierungsversammlung gesagt, drücken Sie sicher so eine Frisur zu wie der Andreas Thiel. Und das würde dann etwa so aussehen. Also, ja, wie lange würden Sie die Frisur tragen? Ja, das 2-3 Tage. Ich hoffe, dass Sie die Farbe wieder wegbringen. Aber ich mache das gerne, wenn wir den Erfolg wiederholen können, selbstverständlich. Ich habe das gestern nebenbei gesagt und heute kommt das in die Zeitung. Ich habe ein Referat gehabt mit einem höheren politischen Inhalt, hat es mir gedacht. Von dem liest man nichts, aber das hat man heute gesehen. Zumindest sind Sie so in den Schlagzeilen. Zu dieser Nominationsversammlung, an dieser Delegiertenversammlung, ist eben die offizielle Liste abgesegnet worden. Das war eine ruhige Versammlung, ohne Wortmeldungen ist es fast vielleicht ein bisschen gefährlich, ruhig in der SVP Aargau.
Wir haben viel geredet über die Liste. Das war ein langer Prozess. Die Findungskommission war am Arbeiten. Die haben das aber geheim gemacht. Und am 19. Dezember hat der Kantonalvorstand darüber befunden. Dort ist diskutiert worden. Länger diskutiert worden. Und der Kantonalvorstand hat die Liste genehmigt zuhanden von der Delegiertenversammlung gestern. Und das ist eigentlich normal bei uns, dass wir im Vorstand reden. Das sind aber auch 100 Leute, wo die delegiert sind. Und dort haben wir harte Diskussionen gehabt, auch schon vor 4 Jahren. Und ja, weil wir die schon vorher geführt haben, hat sie gestern nicht mehr gebraucht. Aber es wäre möglich gewesen, gestern zu diskutieren. Murmeldung hat es keine gegeben bei den lokalen Wahlen 2017. Gemeinderäte, Stadträte sind dann gewählt worden. Dort hat ja die SVP durchzogen, abgeschnitten. Wir haben dann miteinander geredet. Sie haben in einem Interview mit uns gesagt, dass die Ortsparteien zu wenig aktiv sind. Man hat das Gefühl, der Ruck ist noch nicht so ganz durch die Ortsparteien durch. Oder sehen Sie das anders? Das Problem hat nicht nur unsere Partei. Und auch die SVP hat sich im ganzen Land gehabt, dass wir ein bisschen Verluste gemacht haben, vor allem bei den Einwohnerratswahlen. Ich war da deutlich gewesen. Oder wenn man 40 Leute melden kann für die Einwohnerratswahlen und es sind nur 15 auf der Liste, da haben wir die Hausaufgaben schon nicht gemacht. Wir müssen schauen, dass die Listen voll sind. Und das ist eine wichtige Aufgabe der Ortsparteien. Wir haben aber gute Ortsparteien im Aargau. Wir haben jetzt auch wieder mit ihnen geredet. Dieses Jahr haben wir das Ziel gehabt, einen höheren Kontakt wieder zu schaffen zu den Bezirks- und zu den Ortsparteien. Und das ist gelungen. Wir haben also das Jahr, Sie reden vom 18. oder vom 19. Vom 18. Ja, ja vom 18. Ja. Mhm. Dann haben wir mit den Ortsparteien intensiv geredet und führen das so weiter. Also in den Ortsparteien ist es Feuer. Und das Feuer ist auch in dieser Liste drin. Und wieso ist das Feuer drin? Weil wir haben 4, die nicht mehr kandidieren. Es ist möglich, dass der Hans-Jörg Knecht Ständerat wird. Dann wäre es theoretisch möglich, wenn wir wieder 7 Nationalratssitze holen, dass 5 neue für die SVP zu Bern oben sind. Und das könnte sein vom 11., vom 12. Platz her. Und das wissen Kandidaten. Was erwarten Sie jetzt die Unterstützung aus der Gemeinde, aus der Ortspartei? Was erwarten Sie denn konkret, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Ortsparteien und die Verantwortlichen dort machen? Das Wichtigste, was wir machen müssen, dass wir wieder die 38% holen, ist mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Wie machen wir das? Ganz konkret? Ja, wir müssen mit unseren Leuten reden, mit unseren Ortsparteien. Dort muss Feuer herrschen. Die müssen wissen, wieso muss die SVP stark sein. Wenn die SVP, oder wenn die SVP weniger stark wird, haben wir zum Beispiel in Bern oben ein riesiges Problem mit unserer Staatsform, mit der direkten Demokratie. Dafür kämpfen wir. Und das wissen unsere Leute. Unser Slogan für die Wahlen ist «Frei bleiben». Und wir gehen mit dem Slogan zu den Leuten, SVP bei den Leuten. Wir gehen die Leute abholen. Also Türklinken putzen konkret, also verlangen Sie von Ihren Leuten, von den Ortsparteien, dass Sie wirklich auch rausgehen, an die Haustüren wieder läuten, ganz direkt zu den Leuten, oder haben Sie da... Da sind wir jetzt an der Feinplanung. Was wir konkret noch anschauen, ist, wenn wir den Leuten telefonieren. In Bern haben sie das gemacht, bei der letzten Grossratswahl der SVP, und da wird jetzt die Auswertung anschauen. Und wenn es etwas gebracht hat, machen wir das allenfalls im Kanton Aargau auch. Haben wir aber noch nicht entschieden. An die Türen gehen wir nicht, nein. Aber würden Sie auch, wenn Sie sich für das entscheiden, würden Sie auch ein paar üben, oder es würde der Kantonalpräsident am Telefon hängen und Leute direkt an? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Gehen wir vielleicht zu dieser Liste. Neben 16 Namen stehen dort drauf. Auf den ersten 3 Plätzen die bisherigen, unter anderem natürlich Sie. Jetzt zum Beispiel Martina Bircher aus Aarburg kommt dann auf den Platz 10. Wie ist eigentlich die Reihenfolge gestanden gekommen? Man weiss, das ist nicht ganz unwesentlich. Dass man ein bisschen weit oben ist in den Listen, kann wichtig sein. Wie ist die Reihenfolge gestanden gekommen der Kandidaten auf dieser Liste? Wir machen das sehr traditionell. Es gibt Kantone, wo die SVP das ganz anders macht. Wir machen es so. Zuerst kommen die Amtierenden, die noch einmal kandidieren. Und zwar ist dort die Reihenfolge nach dem Wahlergebnis. Das letzte Mal hat Hans-Jörg Knecht das beste Ergebnis gemacht.
Und der ist an der ersten Stelle. Dann komme ich und dann kommt der Herr Glarner. Das sind die drei Bisherigen. Ja, und dann kommen die, die schon mal kandidiert haben, auch wieder in der Reihenfolge vom Ergebnis. Der Herr Keller ist an vierter Stelle. Und dann kommen die Neukandidierenden im ABC nachher. Okay. Okay. Frau Bircher, mhm. B ist zum Glück ein bisschen weit vorne, ja, wegen ihrem Namen. Vier sind treten zurück von ihrer Partei. Ja. Die Altersbeschränkung könnte ja jetzt in der SVP ein bisschen zum Verhängnis werden. Sie haben es eingehend gesagt, das sind auch Zugpferde gesehen. Die Namen, immer bisherige, sind Zugpferde auf Liste. Jetzt die Altersbeschränkung, schneidet man sich dann am Schluss mit der Regelung ins eigene Fleisch? Ist das... Ich bin offen da. Das war nicht mein Wunsch, dass wir uns so regulieren. Wir sind ja eigentlich gegen Regulierungen. Aber das war einmal ein Antrag im Kantonalvorstand. Also, das ist nachvollziehbar. Wir haben wirklich zwei Nationalräte, die schon relativ lang zu Bern oben sind, 30 Jahre und mehr. Und da hat man gesagt, man tut mit dem fast eine Generation verhindern. Und darum haben wir jetzt die Regelung, dass, wenn man nach 16 Jahren, also nach 4x4 Jahren, gibt es 16 Jahre. Vier Legislaturperioden. Jawohl, nach 16 Jahren. Und wenn man 65 ist, kumulativ, dann muss man eine Zweidrittelsmehrheit holen beim Kantonalvorstand und an der Delegiertenversammlung. Aber Sie selber sind nicht so wahnsinnig glücklich mit dieser Regelung, wenn ich jetzt richtig höre. Nein, von mir aus hat man die nicht gebraucht. Das Resultat wäre vielleicht jetzt gleich rausgekommen, aber ich kann mit dem leben. Ich kann mit dem leben. Zum Ständerat. Hans-Jörg Knecht hat schon 2015 probiert. Dort hat es nicht gelangt. Er tritt jetzt zum zweiten Mal an. Warum schafft er es das mal? Ich bin überzeugt, dass er es schafft, weil es ein sehr guter Kandidat ist. Das letzte Mal haben wir eine andere Konstellation gehabt. Jetzt ist das Rennen wirklich offen. Thierry Burkhardt, Hans-Jörg Knecht, Marianne Binder auf der bürgerlichen Seite. Und hat es noch vier Mitte-, linke Parteien. Und der Hans-Jörg Knecht ist wirklich ein sehr glaubhafter, guter, seriöser Politiker. Und man nimmt das immer ab. Ändern Sie Ihre Strategie noch mal etwas, um ihn in die Kleinkammer zu bringen? Nein. Wir haben praktisch noch den gleichen Wahlkampf. Wir haben einen Themenwahlkampf. Die Themen haben sich zum Teil geändert, natürlich. Aber der Hans-Jörg Knecht ist der gleich geblieben. Wie vor vier Jahren. Mhm. Was ist das mit den Themen? Was ist das wichtigste Thema im Wahlkampf? Das wichtigste Thema ist frei bleiben. Wir wollen, dass die Schweiz eigenständig bleibt, dass die Schweiz nicht in die EU geht, dass die Schweiz den Rahmenvertrag mit der EU nicht unterschreibt. Und wenn wir das unterschreiben, das passt eigentlich nicht zu unserer Staatsform, ist die direkte Demokratie gefördert. Kampf gegen den Rahmenvertrag ganz oben auf der Traktandenliste. Ja, jetzt in diesem Jahr. Über das diskutiert man jetzt. Sie werden selber unzählige Auftritte haben, weil es ist Ihnen persönlich noch ein anderes Thema, das Ihnen persönlich sehr wichtig ist, das Sie vertreten im Wahlkampf? Mir ist sehr wichtig, dass wir weiterhin ein Milizparlament haben. Dass wir Leute in Bern oben haben, die fest im Beruf stehen und gleichzeitig politisieren. Ich sehe das bei mir. Ich sehe ganz viele Sachen, die falsch laufen, also Unternehmer im Geschäft, und die bringen das dann ein zu Bern oben. Ich habe vier oder fünf Vorstöße macht gegen die Regulierung. Wir haben viel zu viele Gesetze und Regulierungen, die uns Unternehmer behindern. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel, ein ganz einfaches, anschauliches Beispiel. Zum Beispiel beim Bauen, dass man ganz lange warten muss auf eine Baubewilligung. Oder dass in gewissen Zonen gar nicht möglich ist zum Bauen. Mir hat letztens einen guten Freund, der viel Liegenschaft hat in der Stadt, gesagt, wenn er heute etwas umbauen will, muss er mit 2, 3, 4 Jahre warten, bis eine Bewilligung überkommt, und das darf nicht sein. Gegen solche Kämpfe in Bern oben. Sie sind ja jetzt 3 Jahre im Parlament. Was war eigentlich der grösste Ärger gewesen? Was hat Sie am meisten geärgert in dieser Zeit? Ich bin auf Bern nur eine grosse Freude gehabt, dass die bürgerliche Seite gestärkt worden ist. Und da bin ich auf den Boden runtergekommen. Wir arbeiten zu wenig zusammen. FDP, SVP und auch CVP. Das ist nicht gelungen, dass wir bei den wesentlichen Themen zusammenspannen.
Und das muss einfach besser werden. Wir können miteinander reden. Ja gut, die anderen bürgerlichen Parteien machen einfach wechselnde Allianzen. Die SVP bringt einfach so ihre Agenda nicht ganz durch. Das ist ja nicht, weiter überraschend. Wir tun unsere Meinung nicht ändern. Mhm. Wir tun geradlinig politisieren. Wir tun die Meinung nicht ändern, weil eine Partei etwas anderes sagt. Aber wissen Sie, gerade jetzt Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Steuerpolitik, da müssen wir das gleiche Ziel haben, zum Beispiel die Steuern nicht erhöhen. Und auch da findet man sich nicht mehr heute. Das ist schade. Und wir finden es vielleicht nicht mehr, weil wir in Bern oben fast nicht mehr im Glashaus sitzt. Eben, wir haben heute viele Berufspolitiker, die Bedürfnisse gar nicht mehr so sehen, von den Leuten, von den Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen, und auch ich will, dass der Schweizer gut geht. Was hat Sie am meisten, was ist das Schönste in diesen 3 Jahren? Was hat Sie am meisten gefreut? Das Schönste ist natürlich, wenn man einen Erfolg hat, wenn man einen Vorstoss durchbringt. Aber es geht immer sehr lang natürlich. Aber ich habe gesehen, dass man Allianzen schmieden kann, in der eigenen Fraktion, Partei, aber auch mit anderen Leuten. Wir haben zum Beispiel Gewerbegruppen haben wir installiert. Und dort sind wir jetzt auch dran, mit Vorstössen zu kommen. Das ist schön, Zusammenarbeit, Leute finden, die die gleiche Meinung haben. Bisher der grösste Erfolg, würden Sie sagen, 3 Jahre? Ich habe mich in der Gesetzesarbeit eben stark für die Regulierung einbringen können. Und wir haben da einige Gesetzesartikel entsprechend können ändern. Nächste Frage. Am 23. Februar findet in Willisau der 19. SVP JASCUP statt. Sind Sie dort dabei? Ich weiß noch nicht, aber sehr wahrscheinlich. Ich habe gar nicht daran gedacht. Aber Thomas Burger kann jassen. Ich kann jassen. Ich bin mal Dritter geworden im Grossrat. Haben wir mal ein Jass gehabt. Bin ich mit der Zofiger Grossrätin Dritter geworden. Okay. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute auf Zofiger ins Studio gekommen sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Wahlkampf. Herzlichen Dank für das Interview. Nächste Woche haben wir nicht ein Wahlkämpfer bei uns, sondern ein Fechtkämpfer. Bei mir ist der Wolfgang Wienand, mehrfacher deutscher Fechtmeister und seit kurzem neuester oberster Chef, CEO von der Siegfried AG. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich.